Und damit willkommen zurück zu Chrono Trigger. Ich habe herausgefunden, wie es weitergeht. Und diese Quest vorantreibe. Und zwar müssen wir nochmal in die mittlere Ära zurück. Und dann sollten wir dort nochmal mit diesem Typen reden, im Café. Oh, du hast ein paar Werkzeuge. Weißt du sie einen, Kumpel? Ja, und schon mal vorab gesagt, nehmt es mir schon mal nicht böse, falls ihr Nebengeräusche von draußen hören solltet. Wir haben fast überall Fenster offen. Und da könnte man Auto herfahren. So, irgendwie wird das jetzt nicht getriggert. Aber der Typ ist weg. Für diese Werkzeuge. Ich fange mit den Ruinen an. Auf, wir fahren Säcke. So. Das musste nämlich noch getriggert werden. Das wär's. Wir können die Stellen, wo die Ungeheuer sind, nicht reparieren. Ruf uns, wenn sie weg sind, dann erledigen wir den Rest. Fangen wir am besten gleich hier an. Und dann würde ich Frog zum Führer machen. Das sind Untote. Ich habe schon wieder ein anderes Problem. Einen Falkenschlag hin. Ach ne, ich hab Frog. Genau. Sollte es so passen. Und warum ist der eine jetzt nicht gestorben? Aua. Aua. Das heißt, ich darf wieder den Leber raushauen. Und der Äther brauche ich auch noch. Boah. Das war ein Quit. Jetzt hauen wir den Falkschlag raus. Jetzt müssten sie beide sterben. Jawohl. So. Tonic Medium. Ether Medium. Jetzt doch viel zu wenig eingekauft? Oder warte mal, ich sortiere das Ganze mal. Das macht mich ja wahnsinnig. So. Ach so, ich dachte, das wäre nur einer. Oh, das passt perfekt. Zumindest wird hier der Schaden nicht aufgeteilt. Weil die sind halt alle perfekt eingegeben. Ist ja nicht so wie bei Secret of Mana. So. Hier ist gleich auch noch eins.
beziehungsweise da beschwört wieder Viecher. Ich kann die visieren. Warum kann ich nicht den anderen auch noch mit visieren? Ja. Trifft mich mal. Ich glaube, Wasser ist irgendwie überflüssig hier. Das war ein Fehlschlag von dir. Das war ein Crit. Das war ein Crit. Tot. Okay, da hinten ist wieder ein versiegelter Schatz. Ja, und die habe ich schon gemacht. Das heißt, das ist fertig. Okay, jetzt müssen wir dem Boss Bescheid sagen. Nee. Gehen wir ihm jetzt erstmal Kohle. Das wär's. Wir können die Stellen, wo die Ungeheuer sind, nicht reparieren. So, wo hat er jetzt repariert? Also hier, die habe ich gemacht. Wahrscheinlich auf der linken Seite. Dann müsste ich da jetzt weiterkommen. Jupp. Cyrus, der nahe der Poke herausforderte, ruht hier. Cyrus, ich bin zurückgekehrt. Ich werde mein Versprechen endlich erfüllen. Cyrus. Glenn, danke, dass du hierher gekommen bist. Mein lieber Cyrus, du musst von mir enttäuscht sein. Im Gegenteil. Du bist weit gekommen, mein Freund. Als Poke mich besiegte, dachte ich an all jene, die ich zurückließ. König Gardia, Königin Lena und natürlich dich. Cyrus. Deine Fähigkeiten und deine Hingabe sind überragend. Ich kann nun ruhen mit dem Wissen, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Leb wohl, mein Freund. Cyrus, warte, ich... Königin, kümmere dich um Königin Lena. Auf bald, Glenn. Cyrus! Es tut mir so leid, Cyrus. Das Masamune! Hehe, das ist es. Es war etwas Besonderes. Ziemlich, das bedeutet, dass die Kraft eines Helden von innen kommt. Metaphysisch. Der Geist triumphiert, Mune. Mein Geist? Jetzt aber auf einen richtigen Test.
Es kommt ein Bosskampf. Es pulsiert von Kraft und Stärke. Ah, das ist die wahre Natur des Masamune. Cyrus, ich verspreche, deine Wünsche wohl zu erfüllen. Welch trauriger Abschied. Wohl an, Freunde. So, dann schauen wir uns die Waffe mal an. Ja, tatsächlich ist das Masamune jetzt so viel stärker geworden. Und damit nochmal willkommen im Team, Bruder. Und damit wären wir hier bis auf ein paar Truhen fertig. Na, wenn, dann machen wir die Burg jetzt fertig in diesem Part. Also ein paar Parts werde ich schon noch brauchen, bis ich zu Lavos kann. Okay, dann ist sie tatsächlich nicht mehr viel. Elixier. Das heißt, wir können ja praktisch nur noch looten. Okay, nochmal ein paar Gegner. Das heißt, Feinschlag. Und du greifst nochmal an. Ach, warte mal, da müssen wir eben gleich das Amulett widerlegen, das die Crit-Chancen erhöht. Und einer werde ich gleich auf jeden Fall. Na gut, beziehungsweise Spyro werde ich gleich noch eine Rüstung anziehen, die wir letztens bei Ozzy geklaut haben. Amulett. Ach, Baumtraum. Baumtraum ist ein Accessoire. Okay. Hä? Was sind die Fliehweste? Da. Ach, das ist auch ein Accessoire. Ach so. Ja, das erhöht die Magieverteidigung. Und damit wäre schon mal zumindest einer besser geschützt. Greif doch mal den da unten an. Ich glaube, die kann ich nur mit Stich besiegen. Jo. Jawohl. 778 Schaden. Das heißt, Crowner muss hier ran. So, einer kann noch was machen. Ich setze mal Leuchten an. Also ein Versuch wäre es zumindest wert. So. Bingo. Man erlaubt es. Ich habe hier Tonic voll gekauft. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, das zu nutzen.
Okay, hier gibt es zumindest auch nochmal zwei Truhen. Und hier machen wir das Gleiche. Nicht auch Sachen von irgendwelchen Normalos stehlen? Oh, ich habe ein Elixier gestohlen. Tot. Kalidegen. Eine Sirene. Kalidegen, ist das eine Waffe für Crowner? Ja, aber nur um 2 Schaden schwächer. Und dann haben wir noch eine Truhe hier. Aber ich glaube, zu den Truhen gibt es auch noch etwas zu berichten. Wenn man diese Kisten in der Vergangenheit rausnimmt, dann kriegt man die in der Zukunft nicht mehr. Oh, eine Nova-Rüstung. Puh, kriegst du. Ja, dann wäre diese Sidequest tatsächlich schon mal fertig. Nee, ich kann hier raus. Ich guck mal, ob ich hier auch übernachten kann. Da brauche ich keine Unterkunft verschwenden. Cora-Stube. Und dann würde ich an der Stelle auch gleich den Part beenden und dann werden wir auf jeden Fall nach dieser Regenbogenmuschel suchen. Denn diese Quest steht uns auf jeden Fall noch aus. Das habe ich im letzten Part schon getriggert. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao.